Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Gothic 2 Let's Play. Oh Leute, ich muss euch ganz ehrlich sagen, irgendwie ist das Let's Play, ich muss es bald mal als gescheitert irgendwie verwursteln, weil ich komme hier einfach nicht weiter. Und was ist das jetzt hier am Laggen? Das ist ein neuer PC. Also das fasse ich ja jetzt hier nicht. Jetzt nicht mehr. Okay, war noch im Laden wahrscheinlich. Und ich habe endlich, vielleicht, hoffentlich rausgekriegt jetzt, dass überhaupt keine Lags mehr sind, weil letzte Folgen, die wir jetzt in beiden Folgen, waren ja wieder Lags. Auf jeden Fall muss ich sagen, dieses Let's Play hier ist wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt, weil, wie gesagt, ich komme hier einfach nicht voran und das macht dann auch wirklich keinen Spaß mehr. Da tut mir echt leid für Gothic, aber andererseits auch nicht. Ich habe das jetzt einfach nochmal gemacht, weil ich nochmal Bock hatte. Also wenn es weitergeht, dann nur, wenn ich Bock habe. Also heute ist der 20.12.2021. Ich weiß gar nicht, was ich zuletzt aufgenommen habe. Das steht in Speichergedönse da. Warte. Das war am 8.12. Das ist also auch schon wieder 2 Wochen her. Und ich habe halt so viele bessere Spiele, die ich spielen könnte. Und dieses hier ist einfach... Ich will jetzt mal versuchen, in die Burg zu kommen. Das ist das, was ich jetzt versuche. Ich habe doch da mit jemandem geschwätzt. Auf dem Weg zu dem Typen, mit dem ich geschwätzt habe, werde ich wahrscheinlich noch ein paar Mal vergewaltigt von Orks. Oder von den Blutfliegen. Die werden jetzt nochmal richtig schön ihren Ork-Pimmel in mich reinschieben. Oder die Blutfliegen ihren Blutfliegen. Beatfluschen, den Beatfluschen-Stachel. Warte mal, da hinten über die Brücke kam er nicht, oder? Weil da der Orks waren. Ach ja, das Schnepper. Oh. Oh shit. Ich muss nämlich jetzt erstmal wieder auf die andere Seite des Ufers gelangen, um Rust zu finden. Ach, dies. Um Rust zu finden, wie ich da in die Burg komme, weil der hat gesagt, ich soll da lang rennen. Oder ich habe es gelesen. Ich weiß es nicht mehr. Ich muss das jetzt abklären. Und kann mir das wahrscheinlich abschmieren. Ein Popel kann ich am Tisch abschmieren oder an der Wand. Komm nochmal schneller, Alter. Das ist flussabwärts. Oh, der Lurker. Nee! Alter, ist jetzt nicht dein Ernst. War, wenn Lurker da sehen. Dieser Typ, der da stand, der hat mir das, glaube ich, erklärt, oder? Der steht da. Alter, eine Fresse, Lurker. Fotze. Jetzt kann ich es ja sagen, weil mir alles egal ist. Du Lurker-Fotze. Hey, Jagan. Hey. Hey, du. Was muss ich über diese Gegend hier wissen? Das ganze Minental wimmelt nur so von Orks. Ganz egal, wo du hin willst. Das wird kein Spaziergang. Ach, dann habe ich es gelesen. Ich guck noch mal kurz. Ich bin unvorbereitet, wie immer. Aber das macht das ja hier aus. Das ist wahrscheinlich hier einfach... Gothic 2, wie komme ich in die Burg? In der Nische der Mauer stehend, wenden Sie sich nach links und ziehen sich dann auf den Vorsprung. Daraufhin müssen Sie nochmals nach oben ziehen. Aber ich muss doch davor, wie komme ich dorthin? Dort rein, dorthin. Spieltipp 2, wie komme ich in die Burg? So wie Jagan es gesagt hat. Aha, schwimme im Fluss. Geh dann auf die Seite von den Orks und der Burg und töte die Scavenger-Herde auf dem Waldweg hoch. Achso, ne, lauf den Waldweg hoch, töte Wölfe und Blutfliegen, stell dich auf den Hügel, sodass du direkt über der Ork-Ramme blicken kannst. Renn durch, guck, dass du nicht von den Orks getroffen wirst. Wer ist die Burgramme, kommen die Mistviecher nicht hoch. Du kannst sie dann abschießen oder mit dem Schwert schlachten, sie können nicht angreifen. Okay, das ist schon mal was Gutes. Also, ich soll schwimmen im Fluss. Gehe dann auf die Seite von den Orks. Also, der Typ hier hat es tatsächlich gesagt, aber er kann das nochmal wiederholen, weil er dumm ist. Gehe dann auf die Seite von den Orks und der Burg und töte die Scavenger-Herde. Lauf den Waldweg hoch. Töte die Scavenger-Herde. Wo ist denn da eine Scavenger-Herde? Da war ja keine Scavenger-Herde. Sondern ja eher da. Ich muss mal hier runter gucken. Sind da die Lurker? Weil, wenn nicht, dann jump ich mal hier runter. Oh.
Und lauf mal hier lang. Ich glaube, also erstmal, ich glaube, ich muss erstmal speichern. Ich speichere mal kurz. Weil sonst muss ich den ganzen Weg nochmal latschen. Hier um die Ecke waren, glaube ich, schon Lurker. Jo. Aber das sind halt auch die Dinger. Da ist der Waldweg. Ist das vielleicht der Waldweg? Lurker soll mich bloß in Ruhe lassen. Halt deine Fresse, du dämlicher Lurker. Ich sehe keine Scavenger. Ich renn mal weg. Halt deine Fresse. Halt deine Fresse. Alter! Das sind doch nur die Wölfe. Warte mal. Die Scheiße krieg ich ja tot. Menschen. Fickwölfe. Von hier aus muss ich gleich nochmal speichern, wenn jetzt nicht noch ein Wolf dazu kommt. Du Arschloch! Halt doch einfach mal deine dämliche, hässliche Wolfsfresse. Wölfe sind schön, aber du bist nicht schön. Eher widerwärtig. Da haben sie den Wald abgeholzt, die dämlichen Orks. Da soll doch mal einer sagen, nur die Menschen, die werden zerstörerisch. Die Orks sind ja noch schlimmer. Was soll das da, hey? So, heilen. Ne. Bevor mich hier jetzt beim Heilen irgendwas von hinten angreift. Weiter. Ich setze jetzt alles oder nix. Ein Wursthaufen in de Schüssel. In de Brotschüssel. Was für eine Brotschüssel, Alter? Was ist mit dir falsch? Nur das dämliche Nix-Kron da. Ja, toll, Pilze. Am besten so, der Weg zur Burg bei Bock. Der Weg in die Burg, Luftaufnahme. Aha. Nimmst am besten diesen Weg durch den Fluss. Kurz nachdem du das Wäldchen verlassen hast, empfiehlt sich ein Geschwindigkeitsdrang oder eine Verwandlungsrolle, um von den Orks nicht erwischt zu werden. Okay, danke, das Blöde ist, dass es ist Nacht bei mir. Ja, dann warte bis zum Tag! Hab keinen Drang. Schwimm im Fluss nach rechts. Geh auf die andere Seite des Ufers, wenn keine Orks mehr in der Nähe sind. Wenn du einen Rudel Scavenger siehst, bist du richtig. Geh auf den Hügel und lauf quer über ihn. Von einem Mulde kommst rechts am Rand des Hügels, wenn du unten zwei Orks siehst, musst du links von dir entfernen. Das kann ich mir alles nicht merken. Oh, ich glaube, ich habe schon zu viel gegessen. Das muss mir doch einer sagen. Und nochmal speichern. Irgendwo soll eine Ramme sein. Jetzt mache ich aber erstmal hier. Ich renne einfach mal hier durch und gucke mich mal um. Von hier aus kann ich ja immer ganz easy laden. Meine Fresse, Fresse. Dreckswolf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ne, jetzt habe ich wirklich die Schnauze. Kann ich mich überhaupt noch mit euch beschäftigen hier? Dämliche Mistfliege, du. Komm hier hin. Ich habe eine Fliegenklatsche. Ich habe dich trotzdem erwischt, auch wenn du ausgewichen bist. Macht nämlich keine Fliege. Doch, du weichst mir aus. La la. Und nochmal heilen. Und nochmal speichern. So, hier muss ich jetzt auch schön aufpassen, da keine Orks sind. Also da war mal ein Wäldchen. Da ist ja eine nette Bursch. Das ist ja eine Festung. Eine Ork-Festung. Ich brauche eigentlich dann. Wie hieß er denn nochmal? Wie hieß denn das? Oh, oh! Wie hieß denn das Ding, was ich da? Hier, das Gerät da. Wo die Orks dachten so, hey, der ist cool. Ist das die Ork-Ramme? Ich erkenne das nicht. Ich bräuchte ein Fernglas. Oh. Oder ist das der Ramme? Das ist der Ramme. Das müsste die Ramme sein, die ich dir gleich in den Arsch ramme. Speicher und dann renne ich dahin.
Da ist die Ramme. Ach. Nee, nee. Nee, nee, nee. Alter, ich seh nichts. Da ist die Ramme. Wir haben mich schon ruhen gelassen. Wieder hoch. Das ist nämlich das, was die meinten. Und ich komm. Alter, ey. Da sind Menschen. Da sind Menschen. Ich hab's geschafft, Leute. Ich hab's geschafft. Ah! Speichern. Weil es scheiße passiert. Ne, abläuft. Das sind die alten Leute, die mich alle verflucht haben. Alter. Ich dachte, die Burg wäre überrannt. Ich hab's gewusst. Ich wusste, einer wird es schaffen. Bist du über den Pass gekommen? Dann hat unser Bote es geschafft und ist durchgekommen. Nein, euer Boot hat es nicht über den Pass geschafft. Ich komme im Auftrag von Lord Hagen. Verfluchte Orks. Nun, Kommandant Garrond wird sicher mit dir sprechen wollen. Du findest ihn im großen Haus, das von zwei Rittern bewacht wird. Geil! Wo gibt's hier Ausrüstung? Tandor gibt die Waffen raus. Für alles andere ist Engor, der Verwalter, zuständig. Was ist mit magischem Bedarf? Wir sind mit Spruchrollen ausgestattet worden. Wenn du welche haben willst, lass es mich wissen. Ich will keinen magischen Bedarf. Wer kann mir hier was beibringen? Frag mal Kerolot. Er trainiert die Jungs im Schwertkampf. Vielleicht unterrichtet er dich ja auch. Das wäre sinnvoll. Ich habe nämlich noch hier die Punkte da. Zeig mir mal deine Spruchrollen. Zeig mir deine Spruchrollen. Deine dämlichen Sprüche kannst du dir sonst wohin stecken. Büdel der Stärke. 1000. Oh Mann, ey. Ich habe kein Geld für sowas. Wer soll sich das denn leisten können? Oh. Eisblock, Blitzschlag, mittlere Wunden heilen. Das ist coole. Blitz, Windfaust, Wolf rufen. Wert hat es keinen. Doch, 75. Und Schlaf. Den brauche ich. Die Spruchrolle bräuchte ich für mich privat. Aber für Ziel will ich nichts. Alles klar, Leute. Wir sind in der Bursch. Wir haben sie das Kerkerloch zugebreddert. Ich dachte, er ist ein Buddel, aber wer ist das? Der sieht so wichtig aus da in der Mitte. Jemand wird dafür büßen müssen. Davon lasse ich lieber die Finger. Davon lasse ich mich nicht beeindrucken. Wie ist der nochmal der Typ, der mir was beibringt? Der hier war Kerolot. Hier, Kerolot. Du trainierst die Leute? Ja. Bei uns ist jedermann gefragt, wenn die Orks oder schlimmer noch die Drachen wieder angreifen. Oh, nicht die Drachen. Kannst du mich auch trainieren? Sicher? Ich trainiere jeden guten Mann. Aber neben deinem Talent brauchst du auch eine gute Waffe, wenn du hier überleben willst. Wende dich an Ritter Tandor. Er wird dich versorgen. Versorgen? Alles klar, dann hole ich mir erstmal beim Ritter Tandor irgendwas, bevor ich zu dem gehe. Will ja nichts riskieren, wa? Wenn er mich versorgen wird. Ey, Tandor! Ritter Tandor! Ey, Tandor! Da ist er. Jetzt kann er weiter. Bist du über den Pass gekommen? Respekt! Wir haben schon viele Männer da draußen verloren. Ich weiß selbst, wie es draußen ist. Ich habe eine Zeit lang einen Spähtrupp begleitet. Hast du eine Waffe? Wenn du eine gute Waffe brauchst, bist du bei mir richtig. Gib mir eine. Ach, zeig mir deine Ware. Wichst doch deine Ficke an die Wand. An der Wand! Was ist mit dem Trupp passiert? Wir haben die Gegend erkundet und wollten bis zur Küste vordringen. In einer Höhle haben wir unser Lager aufgeschlagen. Es war tief in der Nacht, als die Orks kamen. Mit Fackeln und Trommeln stürmten sie den Hang hinauf und entdeckten uns. Wir versuchten zu fliehen, doch nur ich habe es geschafft. Bald darauf errichteten die Orks die große Palisade und wir zogen uns in die Burg zurück. Da die überhaupt noch steht, ist mir wirklich ein Rätsel. Zeig mir deine Ware. Ich glaube, ich habe ja Sachen auch. Außerdem kann ich mir das sowieso nicht leisten. 2900 Gold. Willst du mich verarschen? Ich fange gleich an zu cheaten. Ich cheate mir Gold. Ganz ehrlich. Ja, bringt mir alles hier nichts. Bringt mir da nichts. Ciao. Ich dachte, der schenkt mir was. Was liegt hier? Kann ich das einfach so nehmen? Großes Breitschwert. Edles Bastardschwert ist aber besser. Endermesser wäre auch besser. Das große Breitschwert. Ach. Oh, Kriegsaxt. Kann ich die nehmen? Ne. 10 Punkte zu wenig. Jetzt mal Tareles schwätzen hier. Mach mich mal stärker. Das reicht mir.
Bring mir was bei. Einer hat 2 Jahren Kampf lernen. Ich glaube, da... Lass uns beginnen. So. Ja, los. 2 Jahren Waffen. Plus 5 kosten 5 MW. Ja. Und nochmal. Und nochmal. Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Okay. Aber jetzt habe ich ja immer noch nicht erforderliche Stärke, oder? Stärke 50. Geschick 10. Lernpunkte 0. Waffen. Schutz, Einhänder, Anfänger 25%, Zweihänder, Anfänger 25%. Vielleicht kann ich ja jetzt. Nein. Nein, 10 Stärkepunkte 30. 10 Stärkepunkte zu wenig. Eigentlich wäre das super. Also das nächste Mal lerne ich dann 10 Stärkepunkte, die nächsten 2 Level. Man kriegt ja nur 5. Meinst du, mir geht es besser? Erstmal speichern. Und ich habe gemerkt, dass hier guckt wirklich kein Schwein. Das hier guckt kein Schwein, deswegen mache ich das tatsächlich für mich. Und eigentlich ist es dann auch egal, wenn ich mir Zeit lasse. Aber wo liegen denn hier? Oh. Ein Tisch. Das ist kein Tisch. Das ist ein Kreis. Truhe. Mach auf. Alter. Hier keiner mit. Sind alle dämlich. Vielleicht werde ich hier zertötet. Eine Rune. Alter, die Runen. Da habe ich dann unendlich schon. Wie es mit Mana ausgeht. Hier kann ich auch nichts machen. Die Bücher sind auch alle nutzlos. Ist hier alles nicht so das Wahre. Und eigentlich waren da unten Räume. Sind die da? Da sind tatsächlich auch noch die Räume. Ah. Oh, hier sind sogar der Milton. Sieh an, wer zurückgekehrt ist. Unser Held aus der Barriere. Natürlich kenne ich den. Schön, dich zu sehen, Milton. Bist du immer noch hier oder schon wieder? Schon wieder. Nach dem Fall der Barriere bin ich ins Kloster der Feuermagie gegangen. Aber als klar war, dass die Paladine herkommen wollten, erwies sich meine Erfahrung und Ortskenntnis als ziemlich nützlich. Also bin ich kurzerhand mit der heiligen Mission betraut worden, die magische Unterstützung für diese Expedition zu übernehmen. Kannst du dich noch an Gorn, Diego und Lester erinnern? Ja, die Namen zeigen mir gar nichts. Halt doch deine Fresse, natürlich weiß ich das. Klar kenne ich die Jungs noch. Nun, Gorn und Diego sind nicht weit gekommen. Sie wurden hier im Tal von den Paladinen aufgegriffen. Lester ist allerdings verschwunden. Ich habe keine Ahnung, wo er sich rumtreibt. Habe ich schon gefunden. Ich habe Lester getroffen. Er ist jetzt weg, Xardas. Wenigstens eine gute Nachricht. Nun, ich habe nichts Erfreuliches zu berichten. Ah, wo ist Diego? Wo sind Gorn und Diego jetzt? Wo ist Diego? Nun, Gorn sitzt hier im Kerker, weil er Widerstand bei seiner Festnahme geleistet hat. Was ist mit Diego? Diego haben sie einem Schiffstrupp unterstellt. Frag den Paladin Parsival, er hat die Gruppen zusammengestellt. Oh, mein Diego. Was kannst du mir berichten? Die Paladine sind mit der Absicht hergekommen, das magische Erz zu holen. Aber bei den Drachenangriffen und den Orks... Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Paladine hier mit dem Erz rausmarschieren werden. Nein, bei Innos. Ich spüre die Anwesenheit von etwas Dunklem, etwas Bösem, das heranwächst, das von diesem Tal ausgeht. Für die Vernichtung des Schläfers haben wir einen hohen Preis gezahlt. Die Zerstörung der Barriere hat auch diesen Ort vernichtet. Jeder von uns kann froh sein, wenn er das hier überlebt. Das Dunkel ist wahrscheinlich, dass ich kacken muss. Ey, wie viel Erz habt ihr schon auf Lager? Wie viel Erz habt ihr schon auf Lager? Wie viel Erz? Ja, ja. Nicht eine Kiste. Seit geraumer Zeit haben wir keinen Kontakt mehr zu den Schürfern. Es würde mich nicht wundern, wenn sie alle längst tot sind. Nein! Und wir selbst werden von Drachen angegriffen und von Orks belagert. Diese Expedition ist eine einzige Katastrophe. Warum denn Gorn befreien? Ich will Diego sehen! Lass uns Gorn befreien. Ja, aber noch jetzt noch nicht. Das Problem bei der Sache ist, dass Gorn ein verurteilter Gefangener ist. Aber wenn wir Glück haben, lässt Garund sich auf ein Geschäft ein und wir können ihn freikaufen. Ja, vielleicht. Halt mich auf dem Laufenden. Mach ich. Ich muss sowieso erstmal mit ihm labern. Was ist deine Aufgabe? Ursprünglich sollte ich das Erz untersuchen, aber davon haben wir bisher nicht viel gesehen. Jetzt hast du eine Kartoffelsäcke an der Wand. Jetzt widme ich mich dem Studium der Alchemie. Oder Kartoffelsäcke.
Da hast du eine Kartoffelsäcke an der Wand hängen. Die hast du irgendwie platt gedrückt. Ne, jetzt ist sie nicht. Das sah alles aus. Oh, Milton. Hast du was dagegen? Wollen ich hier mal reingucken? Hier ist nichts drin gewesen. Okay. Alles sauber. Ruhe ist doch in Ordnung. Ruhe nicht. Milton, das brauchst du alles nicht. Du sollst ja hier das Erz untersuchen, nicht irgendwelche komischen Sachen machen. Met saufen oder Honig. Ja, die lasse ich dir mal. Ist hier noch jemand im Raum? Im Dingens. Da sind die Erzlämpchen. Ah, aber hier ist ein Buchständer. Ey. Alter! Da bin ich im Schlitz zwischen Schrank und Wand verschwunden. War bevor sowas passiert und ich kann nicht wieder da raus. Das war jetzt gerade eher Glück. Weiß ich. So, wie hieß denn noch Percival? Und Garabond oder so. Da ist der drin, da wo der Ritter davor stehen. Ich würde gerne in den Außendring hier. Ich darf halt nicht alles glauben, was man hört. Lass uns mal abwarten, was daraus wird. Abwarten. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Wie, das habt ihr auch repariert? Das war, glaube ich, kaputt. Ich komme Kerl von einem Leid. Ja, der kann einem wirklich leid. Meine Meinung kennst du ja. Hier hinten war auch ein Eingang. Ach, da ist er auch noch. Da kommt man bestimmt oben auf eine Mauer. Wer bist du da? Der Waffenknecht, der sitzt einfach nur dämisch da rum. Das ist doch nichts Neues. Noch mehr Ärger. Gerold. Wo hast du das denn schon? Meine Meinung kennst du ja schon. Was bewachst du? Wirklich? Die Gefangenen. Und wer ist das? Ein paar Sträflinge und den Söldner Gorm. Ein harter Bursche, stark wie ein Ochse. Es waren 4 Mann nötig, um ihnen Gewahrsam zu nehmen. Alt wie ein Baum. Kannst du mich in den Kerker lassen? Nein. Der Kerker ist für niemanden zugänglich. Das gilt für jeden. Für dich, für Milton und jeden anderen. Das hier ist keine Taverne, wo man rein und raus spazieren kann, wie man will. Merk dir das. Jetzt sei doch mal nicht so... Kannst du nicht mal eine Ausnahme machen? Das Nein! Zum ersten mal. Oh, wenn ich den jetzt besteche, wird er sauer. Und wenn ich dir Gold zahle? Ich weiß Nein. gar nicht, warum er sich so aufregt. Ach so. Schläfst du eigentlich nie? Nein. Nein. Innos selbst verleiht mir die Kraft, niemals schlafen zu müssen. Was ich glauben soll. Mhm. Wer erzählt denn sowas? Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Gut, das werden wir mal überprüfen, wenn die Nacht einbricht. Und dann müsste ich mich eigentlich davor setzen und warten, bis er abhaut. So. Aber wenigstens ist er nicht sauer geworden, weil ich ihn bestechen wollte. Weil ich will jemand. Ah, ich verstehe. Deswegen ist das so. Also sieht das so aus, als wäre. Als wäre die Festung weit hinten. Ich hatte ja letztens in irgendeiner Folge gesagt, die Welt sieht ein bisschen anders aus. Aber das ist nur, weil der Außenring ist zerstört. Das ist ja wirklich nur noch die Burg, die hier steht. Ich hätte keine Rätsel wissen können, weil ja immer nur um die Burg ging und ich jetzt alte Lade. Halt! Wer bist du? Viel wichtiger ist die Frage, wo ich herkomme. Ich bin über den Pass gekommen. Also willst du mich jetzt aufhalten oder kann ich rein? Konnte ich ja nicht wissen. Klar kannst du rein. Genau das habe ich auch. Konnte er ja wirklich nicht wissen. Deswegen fragt er mich ja. Und ich habe ihm das jetzt halt gesagt. Da muss jetzt auch niemand irgendwie sauer auf dem anderen sein, wa? So, der sitzt doch bestimmt da auf seinem dämlichen, da wo wie hieß der denn nochmal? Der. Hier alles neu macht, der. Da hinten da. Ich hätte das nicht gemacht. Parsival und Orik. Mit denen sollte ich wahrscheinlich auch. Ich rede erstmal mit denen. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Wie ist die Lage? Das Lager ist von den Orks umzingelt. Die haben sich hier festgebissen. Aber weitaus bedenklicher sind die Angriffe der Drachen, die mittlerweile den kompletten Außenring zerstört haben. Ein weiterer Drachenangriff wird uns schwere Verluste zufügen. Wie viele Drachen sind es? Wir wissen nicht, wie viele insgesamt, aber es sind mehr als einer. Aber das ist noch nicht alles. Das ganze Minental ist voller bösartiger Kreaturen, die die Drachen unterstützen. Machen wir uns nichts vor. Ohne Verstärkung von außerhalb stehen unsere Chancen schlecht, hier lebendig wieder rauszukommen. Drachen wir uns nichts vor. Warum ist jetzt wir das Gespräch beendet? Wir werden ausharren, solange wir können. Bei welcher Schürfergruppe ist Diego? Dieser Sträfling Diego? Diego! Er ist bei der Gruppe von Paladin Silvestro. Ah, Paladin Silvestro. Dachte mir jetzt nichts. Weiß ich auch nicht, wo der ist. Stimmt in der Mine.
Das hätte ich dir vorher sagen. Hey, du. Hey, du. Was ist deine Aufgabe? Ich bin strategischer Offizier des Königs und zurzeit dem ehrenwerten Kommandanten Garond unterstellt. Wir sind die letzten Paladine hier in der Burg. Alle anderen sind unterwegs oder gefallen. Es liegt nun an uns, diese Expedition zu einem guten Ende zu bringen. Und das werden wir. Bei Innos. Das werden wir. Aber warum? Ich habe eine Nachricht für dich. Ich habe eine Nachricht für dich. Was gibt's? Dein Bruder ist tot. Er ist bis zum Pass gekommen. Mein Bruder. Innos stellt mich auf eine harte Probe. Doch er starb als sein Diener. Diese Nachricht ist wie ein Pfeil, der sich in mein Herz bohrt. Ich werde neue Kraft im Gebet suchen. Gut, dass es jetzt die Nachricht ist, hatte ich vergessen oder auch nicht mehr auf dem Schirm oder wo auch immer ich weiß. Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Dein Erscheinen hier ist für uns ein Zeichen der Hoffnung. Wir brauchen dich. Sprich mit Garond. Mach ich. Er wird dir alles erklären. So, Garond, du sitzt da wieder, hast da oben das Bildchen abgehängt. Woher kommst du? Du gehörst weder zu den Schürftruppen noch zu meinen Leuten. Also. Ich bin über den Pass gekommen. Über den Pass? Du hast es tatsächlich geschafft? Wer erzählt denn? Bei Innos. Wie lautet dein Befehl, Soldat? Ich bin kein Soldat. Ich komme von Lord Hagen. Daran wird sich er will, dass ich ihm einen Beweis für die Anwesenheit der Drachen bringe. Und du bist hergekommen, um ihn dir abzuholen und wieder zu verschwinden? Ja. So hatte ich mir das vorgestellt. Er will also einen Beweis? Ja. Den kann er haben. Ich will das nicht erlauben. Aber ich kann dich nicht zu Lord Hagen zurückschicken, ohne ihm Auskunft über das Erz zu erteilen. Hör zu. Lord Hagen muss unbedingt erfahren, wie unsere Situation hier ist und wie viel Erz wir hier bisher gefördert haben. Okay. Was soll ich für dich tun? Hau raus. Ich habe 3 Schürftrupps da draußen. Oh nein. Aber die haben mir nicht einen Erzbrocken geschickt. Such die Schürfstellen auf und berichte mir, wie viel Erz sie gelagert haben. Dann werde ich ein Schreiben für dich aufsetzen, mit dem du zu Lord Hagen zurückkehren wirst. Na schön. Schätze, mir bleibt keine Wahl. Warum erfahre ich das erst jetzt? Habe ich Markus getroffen? Ich habe Markus getroffen. Und? Was hat er zu berichten? Wie viel Erz stellt er uns zur Verfügung? 4 Kisten. Er hat die Schürfstelle verlassen, um das Erz in Sicherheit zu bringen. Ach der, ja. Jetzt bewacht er die Kisten in einem kleinen Tal hinter den Reihen der Orks. Allerdings verlangt er nach Unterstützung. Was? Nur 4 Kisten? Und er hat seine Schürfstelle verlassen? Verdammt, das ist nicht gut. Und jetzt verlangt er auch noch mehr Männer? Ja, gut. Na schön. Ich werde ihm 2 Leute schicken. Alles klar. Habe ich noch jemanden getroffen? Von dem ich nichts weiß. Nee, schade. Aber warum ausgerechnet ich? Aber warum ausgerechnet ich? Weil du einen Weg durch die Ork-Reihen kennst. Meine Jungs wären da draußen hoffnungslos verloren. Du hast es hingegen schon einmal geschafft, durchzukommen. Das macht dich zum besten Mann für diesen Job. Nein, ich... Mann, warum, wenn man kompetent ist, muss man die ganze Scheiße mal machen. Ich bin nicht mehr kompetent. Ich brauche Ausrüstung. Ich brauche Ausrüstung. Kläre das mit Tandor. Er wird dich mit allem versorgen, was du brauchst. Aber ich hoffe nicht gegen Geld, wa? Wo finde ich die Schürfstellen? Hier, nimm diese Karte. Dort sind die 2 Gebiete eingezeichnet, in denen sich die Schürfstellen befinden. Falls du noch weitere Fragen hast, wende dich an Parsival. Er wird dich mit allen Informationen über die Schürfer versorgen. Geil. Ich will, dass du Garond freilässt. Ich kann ihn nicht freilassen. Aber der kann uns helfen. Er hat sich vieler Verbrechen schuldig gemacht und die müssen gesühnt werden. Er kann uns aber dadurch... Kann ich seine Strafe bezahlen? Das wäre eine Möglichkeit. Billig wird das allerdings nicht. Ja, ja. Ich verlange 1000 Goldstücke für Garond. Nee. Was ist denn Haufen Gold? Garond hat doch einiges auf dem Kerbholz. Bring mir das Gold, dann lasse ich Garond frei. Er kann sich doch... Oh Mann, er kann sich doch... Oh, der kann doch hier seine Strafe abarbeiten. Wenn er stirbt, dann hat er seine Strafe gekriegt. Und wenn nicht, dann ist er doch frei. Der arme Kerl kann ihn mal tun. Wie ist die Situation? Ich brauche die Berichte über die anderen beiden Schürfstellen. Mhm. Dann sehen wir weiter. Mhm. Alles klar. Garond werde ich wahrscheinlich nicht freikaufen, weil dafür muss ich irgendwo 1000 Gold finden. Und ich gebe nämlich mein gesammeltes Geld nicht her. So. Hier war drin vielleicht 1000 Gold oder so.